Pfeile suchen in Räte. Ja. Ja. Alle mit vollem Einsatz dabei. Aber man muss auch loslassen können. Man muss auch mal loslassen können. Ja, Tag gesagt. Moin, ihr Nocken. Ja, wir begrüßen euch heute aus Rethem beim Kürbisturnier. Genau, und hier läuft alles ein bisschen anders als sonst. Ja, großer Spaß, viele verrückte Sachen, die man so noch nicht gesehen hat. Kürbis heißt übrigens Minus. Ja, minus 5 Punkte immer. Genau. Und aufgebaut ist das Ganze hier heute über 20 Stationen in 2 Runden. Mhm. Die erste Runde, die wir laufen, ist eine Doppelhunter-Runde. Doppelhunter, genau. Das heißt, da stehen wenigstens immer, es stehen immer zwei Ziele. Oder zwei Ziele, besser gesagt. Nicht Tiere müssen es nicht unbedingt sein, können auch andere Dinge sein. Und zwei Flöcke. Zwei Flöcke, wo genau. Man zu wechseln hat. Und ja, dann geht das gleich noch in die Dreifallrunde, in die normale. Normale Dreifallrunde, ganz genau. Hm. Alles klar, denn ja. Viel Spaß beim Zugang. Der Rolf, der ist schon mal dabei und verteilt hier ganz direkt die Punkte. Was möchtest du? Ich fang mal hier mit einer Null an. Ach nö. Doch, das fällt sonst auf. Das fällt sonst auf, Rolf. Ja, okay. Geil. So, der Heiko, der rechnet schon vorher seinen Schnitt aus. Ja. Und der Ralf, der hat die Hände in der Tasche und schießt heute nicht mit. Nee. Oder? Ralf ist Schiedsrichter. Schiedsrichter? Schiedsrichter, genau. Ja, wir dürfen anfangen hier an der Station 4 und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt da hinten. Ich sehe nicht. Auf 50 Meter Murmeltier. Auf 50 Meter, genau. Und hier auf dem Turnier ist das Besondere, wo filme ich eigentlich hin? Wo malst du denn da so bunte Nummern hinter? Die Kürbisse, die geben immer Minuspunkte. Ralf, soll ich dir noch dein Fernglas reichen? Mein was? Dein Fernglas. Ja, oder dein Wasserglas vielleicht. Schuhe zugebunden? Ja. Immerhin keine Minuspunkte geschossen. Oh. Den hast du aber auch lieblos hingeflatzt da, das will ich wohl mal sagen. Nein, Mann. Jawohl. Ja, das auch. Oh Mann, immer im Kopf. Jawollo. Von hier? Wolf? Ja. Stress. Patump. Siehst du? Rolf hat wieder mit der Spitze nach vorne eingenockt. Ist ja eigentlich richtig, oder? Jawohl. Sehr schön. So sieht's aus an der 4 für uns. Die nächste Station für uns hier ist in einer Scheune. Der Rolf, der zeigt euch mal kurz mit dem Finger, wo wir hin müssen. Da hoch ins Gebälk. Und zwar ist da so ein Drachen und eine Fledermaus. Wenn der Rolf dran ist, dann zeige ich euch das mal so ein bisschen von hinten. So, ich gehe mit dem Rolf mal kurz mit. Und nur, dass ihr das mal einmal sehen könnt. Da oben drin hängt das Zeug. So, jetzt lass mal den Rolf mal schießen. So, jetzt mal für euch von oben nochmal die Sicht. Da oben der Drache und die Fledermaus. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Station 6, also unserem nächsten Ziel, und kommen hier gerade an einer Station vorbei.
dort hinten zwei Schweine auf dem Rasenmäher. Das zeigen wir euch aber nachher nochmal im Detail. Wir schießen ja in der ersten Runde hier eine Doppelhunter-Runde. Und Kürbis gibt immer Minuspunkte. Hier ist quasi der Backstop komplett ein großer Kürbis. Das heißt, entweder Punkte oder Minus. So, dann wollen wir mal kicken. Wer legt los? Der Ralf? Jawohl. Jo. Nicht Treffer. Nimm einen anderen Flock. Stimmt. Ja, Mogels. Wolf auf. Ja, noch mal 5 Minuten. Ja. Laufen hier denn immer wieder andere Gruppen auf? Weiß ich auch nicht. Die müssen doch irgendwo mal nachher rein. Da vorne haben wir einen Zombie und eine Krähe. Und geschossen wird von hier, so aus dem Dingsbums hier. An der 10 haben wir jetzt einen kleinen Überwasserschuss. Hier ist so ein Graben oder ein Kanal. Und dahinter steht ein Bär und da liegt ein Hirsch. Flockwechsel. So, wir haben jetzt den ersten Schuss, der etwas weiter ist. Und Rolf denkt an den Flockwechsel und schießt von links. Schießt du jetzt Kürbis oder schießt du Bär? Ich möchte heute mal Bär. Ja. Kürbis habe ich neulich erst gehabt. Okay. Ja. Und dann ein bisschen Hirsch. Und danach ein bisschen Hirsch. Ja. Wollen wir mal kicken, ob uns das gelingt, wa? Ja, den Bär hat er. Flockwechsel. Und jetzt noch den Hirsch. Ja, beides. Sehr schön. Arsch geht immer. Ja, auf den Arsch. Flockwechsel. Aber. Ganz knapp. Aber geil. Aber geil. Sehr schön. Ja, jetzt kann man das mal sehen hier. Ja, wunderschön. Einer da unten, einer da hinten. Das sind mal glückliche 15. Ja, da auch. So. Schwein hoch. Wechseln.
flott unterwegs sind wieder, ne? Ja. Und auch irgendwie nicht gleichmäßig, war, kann das sein? Nee, die sind sehr wackelig, die Freunde. Wir haben jetzt gerade die Dreipfeilrunde ab. Nee, die Doppelhunderrunde abgeschlossen. Und wenn wir mal hier kicken. Riechchen, Haufenbruch. Zwei Bären, die Karten spielen. Und wie viele Pfeile sind kaputt? Zwei, wa? Es nieselt und die Geier kreisen. Ja. Zapzakop. Verhaftet. Verhaftet? Ja. Du bist so groß bist du gar nicht. Ich bin gar nicht so groß. Trotzdem hier. Verhaftet. Nimm mal. Und jetzt Rolf. So. Zickzack. Zickzack. So, könnt ihr überhaupt sehen, wo der Rolf hinschießt? Da ist nämlich der reißende Fluss. Ja, die Mütze ist weggedreht. Und jetzt... Zack! Kuschelfeile. Kuschelfeile. Den Tisch steht an den Tischtennisball. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, gucken. Ah. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp ist auch vorbei, wa? Ganz daneben. Rolf, also für mich das erste Mal, war ein wirklich interessantes und spannendes Turnier, hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen Regen gekriegt, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Also mir hat Spaß gemacht und dir, Andreas? Auch riesig und nach Regen kommt ja immer wieder Sonnenschein. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.